PlasmaMate, der Umluftfilter für Ihre Küche. Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum 9. Spieltag. Wir sind morgen am Samstag 14 Uhr hier in der Rostock Arena und laden ein den SSV Ulm 1846 aus Gründen eines Derbys. Also wir freuen uns drauf, morgen geht's los, Ulm kommt und wie war die Woche, wie sieht's aus, wie sind die Jungs drauf? Ja, grundsätzlich mussten wir erstmal das Spiel vom VfB Stuttgart 2 aufarbeiten, weil da sicherlich einige Sachen nicht so gut gelaufen sind, wie wir uns das eben auch im Trainerteam vorstellen. Grundsätzlich gibt es zwei Hiobsbotschaften. Der Devin Kundrowait wird nicht im Kader stehen können aufgrund seiner Verletzung, die er sich zugezogen hat am letzten Sonntag in Stuttgart. Und dann kommt noch ein weiterer verletzter Spieler hinzu mit Leon Volz, der sich gestern leider im Training eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat, sodass er zumindest für dieses Spiel nicht einsatzbereit ist. Ansonsten ja, zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Mannschaft momentan. Der Holger Buchs rief mich heute Morgen an, sagte, er hätte leichte Erkältungssymptome. Deswegen haben wir ihn zur Sicherheit heute auch erstmal rausgenommen aus dem Mannschaftstraining, soll sich erstmal regenerieren, sodass er eventuell dann doch morgen zumindest im Kader stehen kann, weil der Kader wird schon ein bisschen dünner. Wenn er jetzt rausfahren sollte, ja, hätten wir auf der Bank dann eben den Ersatztorhüter und noch 5 Wechselspieler. Aber nichtsdestotrotz, Derby-Zeit ist eine schöne Zeit und wir freuen uns drauf und werden sicherlich dann auch hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen, auch auf dem Platz 90 Minuten, dass wir die Ulmer hier in der Ostalb Arena enorm ärgern können. Ja, das ist doch eine schöne Aussicht. Also das würde uns auf jeden Fall freuen. Wir begrüßen natürlich auch die anwesende Presse und wir bitten um eure Fragen. Ich gebe gleich auf Buchs ein, in Zeiten wie diesen haben wir einen Corona-Test gemacht. Ja, selbstverständlich. Es sind einfach nur Erkältungssymptome. Ja, Frau Kramer, dann schon mal zum Spiel morgen gegen Ulm. Der SSV hat ja, aber die Spatzen haben ja vielmehr zum Höhenflug in dieser Saison angesetzt. Es sind in 8 Spielen unbesiegt, 7 Siege am Unentschieden. Wie muss Ihr Team am Samstag agieren, damit man denen die Flügel stutzen kann? Ja, natürlich gibt es bestimmte Mechanismen, wo wir innerhalb der Gegneranalyse natürlich schon auch Ansätze gefunden haben. Dass ich die jetzt hier nicht weitergeben werde, ist auch klar. Nee, es geht erstmal darum, dass wir trotz Derby auch eine gewisse Art von Sachlichkeit auf den Platz bringen. Also wer im Derby sicherlich immer mit Emotionen behaftet, hyperaktiv wird, der wird ein Problem bekommen. Deswegen müssen wir diese Waage halten zwischen hoher Aktivität, aber auch Sachlichkeit. Denn wenn wir das hinbekommen, ist auch Ulm sicherlich zu ärgern, das ist ganz klar. Aber Ulm ist momentan jetzt aktuell das Nonplusultra unserer Liga. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Sie haben 3 Gegentore kassiert und da gibt es einen berühmten amerikanischen Spruch, den sicherlich jeder kennt. Und so wird man Meister. Das ist einfach so. Ne? Wenn man die Offensive gewinnt Spiele und die Defensive gewinnt Meisterschaften. Das ist einfach immer innerhalb dieses Zykluses gerade und dieser Aktivität, die Ulm auf den Platz bringt, eigentlich auch das Ausschlaggebende. Mhm. Ich kann kurz zurückblicken. Sie haben nach diesem Spiel gegen Waldorf eine sehr kritische Rolle gefunden. Dann kam das VfB-Spiel, wo Ihre Mannschaft eine sehr schlechte Leistung abgerufen hat. Ärgert es ein als Trainer dann, wenn die Worte nicht ankommen? Nein, man ärgert sich nicht. Man überlegt, ob man vielleicht auch selber nicht die richtigen Worte gefunden hat. Deswegen haben wir im Endeffekt dann auch sehr, sehr sachlich dieses Spiel gegen Stuttgart aufgearbeitet. Welche Dinge falsch gelaufen sind, rein aus taktischen Gesichtspunkten. Und da jetzt mit Ulm dann einfach so ein Highlight-Spiel auch ansteht, haben wir dann auch die positiven Dinge in den Vordergrund gestellt. Und Fakt ist, das sieht jetzt auch vielleicht jeder vom Umfeld, ja,
das tägliche Arbeiten ist, ist entscheidend und das macht eine Mannschaft aus, wenn man jeden Tag oder auch dann in den Wettkämpfen eine relativ hohe Stabilität in der Leistungswahrnehmung hat. Und da sind wir eben vielleicht auch noch nicht so weit, dass man so eine gewisse Stabilität und hohe Ebene erreicht hat, dass man bestimmte Attitüden auf den Platz bringt. Deswegen haben wir daran gearbeitet in dieser Woche und haben das eigentlich dann im Endeffekt über eine sehr, sehr sachliche Bearbeitung stattfinden lassen. Tobias Kramer wurde nicht laut in der Kabine nach so einem Spiel? Doch, Tobias Kramer kann auch sehr laut werden in der Kabine. Ist er laut geworden nach dem VfB-Spiel? Nein, ich habe ein paar Dinge angesprochen, um die Sinne zu schärfen. Das, was ich Ihnen ja auch nach dem Spiel gesagt habe bezüglich Tabellensituation. Es ist alles in Ordnung. Wir haben sicherlich, was unsere Punktausbeute angeht, noch kein Optimum gefunden. Gar keine Frage, das ist nun mal so. Aber wir sind wachsam, definitiv. Alle zusammen sind wachsam bezüglich der Punktausbeute, bezüglich der Tabellensituation. Und jetzt kommen zwei Spiele, wo wir im Endeffekt rein von der Druckbedingung, von der psychoemotionalen Druckbedingung gar nichts zu verlieren haben. Es hat Ihnen gut gefallen in Stuttgart, dass Sie gesagt haben, Sie haben die positiven Dinge herausgearbeitet. Ja, grundsätzlich hat mir positiv gefallen, wie auch da wieder mal unsere beiden Innenverteidiger aufgetreten sind. Mit einer hohen körperlichen Präsenz, mit einem hohen Engagement. Sicherlich teilweise dann in den Situationen mit Ball ein bisschen unglücklich agiert haben. Was mir trotzdem auch gefallen hat, dass unsere Achse im Zentrum schon funktioniert. Das muss man sagen. Also wenn man sich die beiden Tore ansieht, also es ist erstens kein Elfmeter. Die Vorentstehung ist aber besser zu verteidigen. Beziehungsweise da haben wir ja auch selber gesehen, dass da das Spielglück dann auf Seiten der Stuttgarter war, weil da waren so zwei, drei Pressschläge vor dem Elfmeter, vor dem gepfiffenen Elfmeter. Wenn man da sich ein bisschen mehr Spielglück selber erarbeitet hat, geht der vielleicht dann irgendwo anders hin. Das zweite Tor ist ein abgefälschter Ball. In unserer Situation wäre jetzt so ein Ball wahrscheinlich gegen den Körper geprallt und wir wären direkt in der Umschaltsituation gekommen. Und beim VfB Stuttgart 2 war es dann eben an dem Tag so, dass so einer dann hinten reinfällt. Und damit müssen wir umgehen, da müssen wir auch mental mit umgehen, dass diese Kleinigkeiten ganz, ganz entscheidend sind, um Spiele entweder aus der Hand zu geben, wie wir es gemacht haben, weil wir haben ja früh auch geführt und wir müssen da stabiler werden. Wir müssen da einfach auch mal mit zwei Ketten gut gegen den Ball arbeiten, stabil dann arbeiten, damit man einfach auch so ein 1-0 vielleicht mal über eine längere Zeit einfach hält und nicht mit Wildheit und mit Unbekümmertheit dann eben auch noch nach vorne spielen. Das macht dann keinen Sinn. Und den Schritt müssen wir noch gehen, dass wir dann auch gerade in solchen Situationen, wir sind ja öfter jetzt schon mal 1-0 in Führung gegangen, dass wir da eher tendenziell, sage ich immer, eher tendenziell Altherrenfußball spielen. Das heißt, hinten stabil stehen, sauberen ersten Ballkontakt, vernünftiges Passspiel, eine gute Laufbewegung, nicht überpesen und den Gegner dann so mürbe machen, nicht mit unserem Spiel nach vorne, sondern mürbe machen im Spiel gegen den Ball. Dass dann plötzlich eine schlechte Stimmung beim Gegner aufkommt und dass wir dann mal in Umschaltsituationen vielleicht nur das 2-0 oder den zweiten oder den dritten Treffer dann nachlegen können. Jetzt kehrt Janus zurück, Leon Fulz fällt aus. Ist Sascha Korb einer, den Sie in 6 vorne oder können Sie den rechts hinten vorstellen? Mario Sabo anders kann oder denken Sie über die Dreierkette? Nein. Also Dreierkette können wir direkt einen Haken dran machen, weil wir das auch innerhalb unserer Trainingswoche gar nicht trainiert haben. Und ich lasse keinen Spieler auf dem Platz, der dann mit einem neuen System plötzlich völlig überfordert ist. Weil die Dreierkette, das ist meine persönliche Meinung, ist so hochkomplex, wenn man sie spielen möchte und wenn man sie wirklich auch sehr, sehr gut spielen möchte, ist sie einfach zu komplex, dass man die nicht einfach mal auf den Platz bringen kann. Sascha Korb. Ist eine Option, gar keine Frage. Marius Sabo auch.
Nein, das ist ein Linksfuß. Kann aber auch rechts spielen, habt ihr schon gemacht. Ja, dann aber nicht unter mir. Nein, wir haben mehrere Optionen. Loris Portella ist auch noch, steht auch noch zur Verfügung. Wir haben genug Optionen auf der rechten Außenbahn, um Leon da dann auch zu ersetzen. Aber wie wir es dann im Endeffekt machen, wird dann auch nochmal in Anführungsstrichen mit dem, ich sag mal, mit der Achse, die wir jetzt haben. Ne, die Achse ist ja klar, mit einer Doppel-6, mein Korb und der Achse vorne Abruscia, sicherlich dann auch nochmal im Einzelgespräch oder im Gruppengespräch dann erörtert. Ist Jan Just jemand, der kein Gestaucher führt? Jan ist zum Beispiel auch eine Personalie, die möglich ist, weil er das in Worms eine Saison komplett durchgespielt hat. Und wenn man jemanden auf eine Außenposition so aus dem Nichts wieder reinschmeißt, ist es, glaube ich, einfacher als in so einer zentralen Position, weil die Außenlinie dem Spieler auch eine gewisse Sicherheit bringt. Also er muss nicht so global denken wie in der Innenverteidigung, wie in der Zentralen, sondern es geht darum, dass er die Außenlinie dann immer noch in dieser räumlichen Wahrnehmung eben als Hilfestellung hat. Habe ich gut gesagt, ne? Vielleicht noch die Frage, welche Rolle waren dann die Fans eigentlich morgen bei so einem Derby spielen? Ja, erst natürlich spielen die Fans eine große Rolle. Es werden sicherlich auch wird der ein oder andere aktive Fan auch aus Ulm mit dabei sein. Das wird eine hervorragende Atmosphäre. Und dann kommt es immer darauf an, wie sich so ein Spiel auch entwickelt. Ich habe viele Derbys schon spielen dürfen mit anderen Vereinen. Und wenn sich so ein Spiel in die richtige Richtung von uns aus gesehen entwickelt, glaube ich, kann die aktive Fanszene hier auch wirklich enorm unterstützend wirken. Das ist definitiv so. Aber sie sollten natürlich auch, und das hoffen wir nicht, wenn es dann vielleicht ein bisschen schlechter läuft, dass man dann eben aber auch noch die Unterstützung bekommt. Lehnt sich Tobias Kramer so weit zum Fenster, dass er sagt, am Ende steht Ulm ganz vorne? Zumindest, sagen wir es mal so, zumindest macht es gerade den Eindruck, dass Ulm die kompletteste Mannschaft in dieser Liga ist. Weil sie wenig Gegentore fangen, weil sie eine unglaublich hohe Disziplin in ihrer Struktur haben, sie mit enorm viel Erfahrung ausgestattet ist. Und deswegen sage ich, Momentaufnahme muss man Ulm ganz klar als ersten Aufstiegsaspiranten sehen. Okay, vielen Dank, wenn keine Fragen mehr sind. Ja, und gegen diesen Aufstiegsaspiranten geht es morgen ran. Wir brauchen euch, ihr habt es gehört. Wir brauchen viele Fans, wir brauchen eine gute Stimmung. Die Würstchen sind parat, das Bier und die anderen Getränke natürlich auch. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns aufs Spiel und die Mannschaft unterstützt uns. Bis morgen. Ciao.